Heute in der Fernwehsendung. Große Bauten ganz klein im Rügenpark, Kudder und Fisch im Hafen von Sassnitz und die weißen Perlen der Insel Binz und Selin. Das und mehr jetzt in der Fernwehsendung auf Rügen. Traurig aber wahr, die Titanic ist ja schon vor vielen Jahrzehnten untergegangen, aber what? Sie ist wieder da, hier im Rügenpark in Gingst. Der Park liegt im Westen der Insel Rügen und hier kann man eine Reise um die Welt machen und sich sämtliche Sehenswürdigkeiten angucken. Mehr als 80 detailgetreu nachgebaute Gebäude und andere Bauwerke können Besucher im Rügenpark erleben. Darunter neben der Titanic zum Beispiel auch den schiefen Turm von Pisa, die Freiheitsstatue oder den Deutschen Reichstag. Der Park ist liebevoll gestaltet, durch die Miniaturwelt schlängeln sich kleine Bäche mit Fischen, es gibt einen Streichelzoo und ein Restaurant. Außerdem tuckert durch den Park die Eisenbahn Emma, für alle, die nicht laufen wollen. Besonders für Familien mit Kindern ist der Park ein tolles Ausflugsziel. Kinder können hier nicht nur die wichtigsten Bauwerke der Welt kennenlernen, sondern sich auch im Freizeitpark austoben. Hier stehen unter anderem eine Rutsche und eine Achterbahn sowie eine Schaukel und ein Spielschiff. Der Rügenpark ist allerdings nur zur warmen Jahreszeit geöffnet. Ab November schließen sich die Türen bis zum Frühjahr. Von uns gibt's für den Rügenpark auf jeden Fall einen dicken Daumen hoch. Wenn man schon mal auf Rügen ist, dann sollte man sich natürlich auch das Wahrzeichen der Insel angucken, nämlich die bekannten Kreidefelsen. Die liegen im Naturpark Jasmund, in dem ich mich auch gerade befinde. Ne? Schöne Natur. Und die höchsten sind 120 Meter hoch. Der bekannteste ist der sogenannte Königsstuhl, den man auch besteigen kann. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, ja, ist ein Berg, da kann man einfach mal so hochlaufen und ein bisschen Natur genießen. Ja, das ist vielleicht bei uns im Ruhrpott so. Hier auf Rügen kostet das Geld. Und zwar 7,50 Euro und 1,50 Euro Parkgebühren pro Stunde. Aber man kann sich die Kreidefelsen natürlich auch von unten angucken, nämlich von der Küste. Da laufe ich jetzt hin. Ein guter Startpunkt, um zu den Kreidefelsen zu laufen, ist der Parkplatz in Sassnitz. Der ist relativ nah am Strand. Wer eine längere Wanderung plant, kann natürlich auch woanders parken und läuft dann quer durch den Nationalpark Jasmund. Das dauert natürlich länger, also festes Schuhwerk anziehen und was zu trinken mitnehmen. Wer sich den Königsstuhl doch nicht entgehen lassen will, kann dort auch von Hagen oder Sassnitz mit dem Bus hinfahren. Im Nationalpark kann man richtig viel Natur genießen und wenn man den Strand erreicht hat, sieht man dann auch endlich das Wahrzeichen der Insel, die Kreidefelsen. Sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. So, ihr Leichtmatrosen, wenn ihr schon mal in der Nähe der Kreidefelsen seid, dann könnt ihr auch einen Ausflug nach Sassnitz machen. Die Stadt lebt quasi vom Kreideabbau. Der wird unter anderem für Gips verwendet, aber auch für Filteranlagen in Kraftwerken. Außerdem hat die Stadt einen kleinen süßen Hafen, den man sich mal angucken kann. Im Hafen von Sassnitz legen die Fischer an und bringen ihren Fang mit nach Hause. Aber auch Segel- und Motorjachten kann man im Hafen begutachten. Die Segler fahren von hier aus zum Beispiel gerne nach Bornholm in Schweden oder in die östliche Ostsee. Vom Hafen aus stechen auch viele Touristenschiffe in See. Die fahren das ganze Jahr zum Kap Arkona, zu den Kreidefelsen oder zu den Seebädern der Insel. Wer mal testen will, ob die Fischer auch guten Stoff mit nach Hause gebracht haben, der geht in eins der Fischrestaurants. Hier kommt der Fisch frisch auf den Tisch und das auch noch zu vernünftigen Preisen. I can't.
Abgesehen davon gibt es im Hafen von Sassnitz verschiedene Museen, zum Beispiel das U-Boot-Museum oder das Fischerei- und Hafenmuseum. Hier erfährt man alles über die Fischerei vor Ort, kann sich Geräte angucken, die zur Seefahrt gebraucht werden oder auch Modelle von Schiffen. Das Museum bietet auch Führungen über das Museumsschiff Havel an. Den Hafen von Sassnitz und das Museum sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Architekturliebhaber sollten sich auf jeden Fall mal die Seebäder der Insel Rügen angucken. Die wurden alle so im 19. Jahrhundert erbaut. Das sieht man auch noch gut an der Architektur. Und insgesamt gibt es davon 5 Stück auf der Insel. 2 davon gucken wir uns jetzt an, und zwar Selin und Binz. Typisch für die Bäderarchitektur sind die schönen verschnörkelten Fassaden, Balkone und Veranden, die kleinen Türmchen auf den Häusern oder maritime Motive. Die Fassaden sind häufig weiß, darum werden die Kurbäder auf der Insel auch die weißen Perlen genannt. Sowohl Selin als auch Binz haben Seebrücken, die man begehen kann. Die in Selin ist knapp 400 Meter lang, darauf befindet sich auch ein Restaurant und am Ende der Brücke eine Tauchgondel, in der man 4 Meter runter ins Wasser fahren kann. Aber Achtung, Achtung, ein bisschen Quallen gucken kostet hier 8 Euro. Wenn man denn überhaupt was sieht, denn das kommt natürlich auf die Sicht und die Jahreszeit an. Ein bisschen kleiner, aber auch schön ist die Seebrücke in Binz. Die ist 370 Meter lang und wurde 1994 neu errichtet, nachdem sie viele Jahrzehnte zuvor durch Eis, Wind und Wellen zerstört worden war. Ein Restaurant und eine Tauchgondel gibt es hier nicht, dafür kann man aber schön aufs Meer hinausgucken und auf das schöne Seebad Binz. Der Ort ist auf jeden Fall was fürs Auge. Alleine seid ihr hier aber nicht. Die Seebäder ziehen Unmengen an Touristen an, aber ein Ausflug lohnt sich allemal. Das war der zweite Teil meiner Rügenreise. Wenn ihr mehr sehen wollt und den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann guckt euch den doch mal an. Ansonsten klickt euch einfach mal in unser Blog auf Tumblr und wenn ihr mir was zu sagen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Die Insel Rügen ist auf jeden Fall eine Reise wert, gerade wenn ihr so um die 70 seid. Dann fühlt ihr euch hier pudelwohl, dann habt ihr viele Gleichgesinnte um euch herum. Es gibt aber auch ein paar jüngere Leute, zum Beispiel an den Küsten. Wenn ihr zum Beispiel surfen könnt, ist das genau der richtige Ort für euch. Und ansonsten möchte ich diesen Film mit einem kleinen Reim beenden. Seid ihr mal auf Rügen, dann lasst euch nicht betrügen. Denn die Touristenausbeute ist hier wirklich unter aller Sau. Es gibt nichts, was kein Geld kostet. Die Eintrittspreise sind teilweise viel zu hoch für das, was euch eigentlich geboten wird. Und selbst wenn man nur einen Felsen besteigen möchte, kostet das hier Geld. Die Insel lebt vom Tourismus, keine Frage, aber das geht auch anders. Fahrt am besten an die Orte, die nicht als die Megatouristenattraktionen beworben werden, denn drumherum ist es meist genauso schön. Bis zur nächsten Reise.